I'm Marga van Wijnberg. I'm from Holland and I live in Berlin. And I just discovered street photography the first summer I was in Berlin in 2010. And I just came to Berlin like with the idea to do a kind of arts in residence and to see what it would do to me to be in a different city. First, I had the idea of making portraits, and then I just started to make photos in the streets from all kinds of events and moments, and I really loved it. It was crazy what all the moments in the streets and everything, and that's how I started to do street photography. Street photography for me is like almost like a kind of meditation. If I go out into the streets, the moment that I get my camera on my neck, I try to get my head totally empty, and that's the moment that you start seeing things. You just go around and you're just really focused on every little moment in the street. There's so much going on. It's like one moment you just walk in a demonstration, the other moment there's a gay parade, there's a lot of events, there's a lot of tourists. It's like all the different areas in the cities. I love to go around my bike and just if I see something, I just park my bike somewhere and just get into the moment. And it's great. Berlin is such a big diversity, and you can go everywhere. Il fotografo street è un po' come un cacciatore che tende ad adescare le prede per poterle colpire. Adesso ci troviamo in un bosco di Napoli, bosco di Capodimonte, per caso. Cerco di cogliere nelle immagini un po' le scene di strada, le più disparate, tra le comiche, ironiche, tristi, associazione di colori, espressioni di volti, giochi di luci, ombre. Questo progetto, che è durato un anno, oltre a darmi il modo di girare per la città e fotografare, mi ha insegnato anche tante altre cose, perché nel progetto ci sono anche altri fotografi che ritengo molto bravi e da cui ho imparato molto nel come scattare una fotografia, come leggere un'immagine, come insomma impostare un certo tipo di progetto. Hallo, mein Name ist Fabian Schreier. Ich bin Gründungsmitglied des Straßenfotografie-Kollektivs The Street Collective, und ich bin künstlerischer Leiter und Kurator des Projektes VIA Straßenfotografie von Hamburg bis Palermo. Ich hatte meine ersten Berührungspunkte mit der Straßenfotografie im Jahr 2007, kurz nach dem Umzug von meiner Heimatstadt Augsburg nach Berlin. Und ich hatte damals nach einem Weg gesucht, diese für mich unbekannte Großstadt mir besser zu erschließen und Ordnung in dieses Großstadtchaos zu bringen. Und da hat mir die Fotografie, die Straßenfotografie, sehr dabei geholfen, einen Zugang zu dieser Stadt und der Stadtarchitektur zu finden, aber auch eine Beziehung zu den Menschen dort aufzubauen und ein Gespür für den Puls der Stadt zu bekommen. Ich fotografiere bevorzugt bei natürlichem Licht und gerne auch bei extremen Licht- und Schattenverhältnissen, und versuche mit meiner Form der Straßenfotografie kleine Beobachtungen, Alltagsbeobachtungen und Geschichten aufzugreifen, die mir erzählenswert und bewahrenswert erscheinen,
und dem Betrachter meinen subjektiven Blick auf die Welt vermitteln und näher bringen. Ich habe Italien in meiner Kindheit durch Familienurlaube kennengelernt und erst in den letzten Jahren begonnen, Land und Leute mit den Augen eines Straßenfotografen neu bzw. weiter zu entdecken. Auf meinen zahlreichen Reisen, insbesondere nach Nord- und Mittelitalien, in Städte wie Venedig, Mailand, Florenz, Rom, Neapel, habe ich in den letzten Jahren viele Straßenfotografen kennengelernt. Und auf diesem Weg sind zum einen Freundschaften entstanden und zum anderen ist die Idee entstanden eines länderübergreifenden Straßenfotografie-Projektes, das wir hier mit VIA realisiert haben. Der Grundgedanke von VIA war es, mit den Mitteln der Straßenfotografie binnen eines Jahres ein aktuelles Stimmungsbild des Alltagsgeschehens zwischen Hamburg, ganz im Norden von Deutschland, und Palermo, ganz im Süden von Italien, zu zeichnen. Als Kurator des Projektes war ich unter anderem für die Ausstellungskonzeption mitverantwortlich und hatte die spannende Aufgabe, aus den vielen hundert Fotografien, die binnen eines Jahres entstanden sind und die zum Teil auch auf dem Internetblog sukzessive zu sehen waren, eine Auswahl herauszudestillieren, die einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Ergebnisse dieses Projektes darstellt. Partecipare al progetto VIA è stato per me, prima di tutto, un piacere, un divertimento, una gioia. Devo dire, è stato anche stimolante, stimolante perché per un anno, ho avuto la possibilità di produrre delle immagini che andranno a finire in una mostra, e delle immagini che raccontano la mia città. La mia città, la città come la vedo io, come la interpreto e come ho avuto il piacere di scoprirla, sia da quando fotografo, ma in particolar modo da quando un anno fa ho iniziato a lavorare a questo progetto. La città dove ho fotografato per questo progetto è Roma e i luoghi dove ho scattato più spesso sono quelli che da sempre reputo più idonei, dove mi sento più a mio agio. Il centro storico con le sue vie animate da turisti e da tantissima gente, e poi le stazioni dei treni, degli autobus, dove c'è un continuo crocevia di persone e di storie. Quello che più mi ha lasciato VIA, quello che più mi ha lasciato questo progetto è il poter aver stretto una vera amicizia con delle persone che prima erano solo dei contatti su Facebook o delle amicizie virtuali. Adesso, grazie a VIA, ho avuto la possibilità di conoscere e stringere una vera amicizia con nove bravissimi fotografi. Ja, hallo, ich heiße Michael May. Ich komme aus Iserlohn, das liegt in Deutschland, und ich bin vom Beruf nicht Straßenfotograf. Ich bin also Zeitungsfotograf, bin angestellt bei einer Zeitung hier in Deutschland. Und ja, seit 3, 4 Jahren mache ich intensiv in meiner Freizeit Straßenfotografie und bin Mitglied des Observe Collectives. Und, das macht mir auch irren Spaß. Jetzt also wöchentlich oder täglich mit der Kamera unterwegs zu sein und für dieses Projekt zu fotografieren. Und ich denke, wir werden auch eine wunderschöne Ausstellung haben in Rom. Ich hoffe mal, dass wir, oder ich hoffe nicht, dass wir große kulturelle Unterschiede in den Fotografien erkennen können, aber ich denke schon, dass es so sein wird, weil Deutschland und Italien, das sind ja schon zwei unterschiedliche Welten. Aber es ist total interessant, dann die Ergebnisse zu sehen und zu erkennen, wie unterschiedlich die Fotografen in Deutschland und Italien ihre Stadt, ihr Land und ihre Kultur sehen. Und da freue ich mich auch ganz riesig drauf, dass wir uns dann alle in Rom bei der Ausstellung treffen.
Ciao, sono Umberto Verdoliva, vivo a Treviso e sono nato a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli nel 61. Fotografo dal 2006. Ho iniziato per il lavoro, poi ho incontrato le bellissime immagini di Fanon e che mi hanno ben presto fatto capire quali possibilità espressive la fotografia poteva darmi. Nel 2013 ho fondato Spontaneo, un collettivo tutto italiano formato da bravissimi fotografi di strada che attraverso un approccio basato soprattutto sulla progettualità e la ricerca personale cercano di dare un punto di riferimento a chi ama questo genere. L'esperienza mi ha fatto comprendere che i buoni risultati sono difficili da raggiungere e non sono per tutti. E dipendono in larga parte dalla forza che ha il momento che hai catturato. Noi fotografi del progetto Via speriamo di almeno in parte di esserci riusciti. E oggi qui in mostra ci sono probabilmente gli scatti più significativi e più interessanti da mostrare. Mein Name ist Siegfried Hansen, ich komme aus Hamburg und ich fotografiere im Bereich der Streetfotografie seit circa 15 Jahren. Und meine Geschichte begann durch eine Ausstellung von André Kertész. Durch diese Ausstellung bin ich praktisch aufgeweckt worden, aus dem normalen Fotografiealltag auf die zweite Ebene zu gucken. Das heißt, der hat fotografiert, dass die Bilder irgendwie was ausgesagt haben, ausgelöst haben bei mir. Und ich habe dann umgeswitcht auf die zweite Ebene. Und das Spiel mit dem Vordergrund und Hintergrund habe ich in dem Moment sofort umgesetzt. Und das war für mich ein extremer Auslöser und seit 15 Jahren fotografiere ich in diesem Bereich, jetzt extrem auch grafisch. Aber ich ziele nicht direkt auf Emotionen ab, dass ich nah rangehe, das ist dann alles zweitrangig bei mir. Mir geht es letztendlich rein um Grafik und Form, Licht und Farben, Spiele. Da habe ich mich in den letzten 10 Jahren extrem eingeschossen und auch meinen eigenen Weg gegangen. Meine Stadt Hamburg kommt mir, wo ich wohne, kommt mir extrem entgegen, weil die neu erbaut wurde und die Straßen und Häuserlinien und so sehr grafisch auch sind und viele Ecken in Hamburg mir extrem für meine Art der Fotografie entgegenkommen. Für mich sehr schön ist eben, dass ich noch nicht am Ende des Weges bin und dass ich immer noch geflasht werde von vielen Situationen. Ciao, io sono Mary di Bologna, sono un po' una fotografa street del weekend, nel senso che il tempo per riuscire a fotografare è poco, incastrato tra famiglia e lavoro che non ha a che fare con la fotografia. E ho cominciato a fotografare un po' per caso, grazie ad amici che facevano questo tipo di fotografia, e attirata dal fatto che la fotografia street si può fare dappertutto, in qualsiasi momento e con un equipaggiamento estremamente semplice e quindi si adattava bene alle mie possibilità. Poi ho scoperto che la fotografia street era un ottimo modo per me di comunicare il mio modo di vedere e percepire il mondo, che è un po' surreale, ironico, assurdo. Il fatto che con la fotografia si possano creare delle connessioni tra elementi dell'ambiente, tra persone ed ambiente, mi ha permesso di comunicare questo mio modo di vedere. Io abito a Bologna, che non è una grande città, sicuramente non è tra le città più importanti d'Italia, ci sono poche persone, si viene notati facilmente quando si fotografa e questo condiziona un po' lo stile del fotografo. Io penso che l'ambiente condizioni il tipo di fotografia che si può fare. Ci sono città in cui si può venire quasi sopraffatti dalle quantità di cose e di persone. Questo non succede a Bologna, dove molto spesso occorre previsualizzare una scena, cercarla
e a volte tirare fuori una fotografia anche dal niente. Hallo, mein Name ist Guido Steenkamp. Ich fotografiere Street seit 2006 in Berlin. Ich lebe hier seit 18 Jahren und ja, ungefähr seitdem fotografiere ich hier auch und habe zuerst angefangen, lange Spaziergänge zu machen und habe dann irgendwann angefangen, auch die Kamera mitzunehmen. Habe begonnen, die Stadt um mich herum zu fotografieren, dann irgendwann auch die Menschen dort. Das Interessante in Berlin ist halt, dass die Stadt halt über viele Jahre gewachsen ist, dass es halt sehr unterschiedliche Bezirke gibt, in denen man auch sehr unterschiedliche Bilder machen kann. Das heißt, dass man je nach Stimmung und Lust und Laune sich überlegen kann, dass man in einen Ostberliner Bezirk geht oder in einen Westberliner Bezirk, dort sehr unterschiedliche Menschen findet. Manchmal ist die Stimmung ein bisschen ruhiger, manchmal ist es ein bisschen wilder. Und das spiegelt sich eigentlich auch in meinen Bildern wieder. Das VIA-Projekt war insofern interessant, als dass es so ein bisschen meine Fotografie auch in den Kontext anderer Fotografen gestellt hat, also dass man sozusagen den Vergleich hat zwischen Fotografien hier in Deutschland oder speziell in Berlin mit dem von den Kollegen in Italien. Was daraus entstanden ist, finde ich super spannend. Ja? Also der Fabian hat sehr viel Energie da reingesteckt. Das sieht man zum einen auf dem VIA-Blog, das wird man auch sehen bei der Ausstellung in Rom. Und ich freue mich sehr, sehr, die anderen Fotografen kennenzulernen. Ich denke mal, es wird eine gute Sache werden und ich hoffe, dass die Ausstellung ein großer Erfolg wird. Ciao, sono Giorgio Scalici. Sono uno dei fotografi partecipanti al progetto VIA. Ho cominciato ad appassionarmi alla fotografia di strada dopo aver scoperto il lavoro di Henri Cartier-Bresson. Penso momento tappa comune di molti noi fotografi di strada. Da quel momento mi è stato chiaro che il mio obiettivo fotografico sarebbe stato quello di immortalare le persone che vivono la propria vita e di scovare nella frenesia del mondo quotidiano, ordinario, piccoli momenti straordinari. Il mio compito è quello di documentare fotograficamente il sud dell'Italia, in particolare la mia città, Palermo. Città sicuramente molto particolare, piena di contraddizioni che la rendono unica nel suo genere. Ritengo che sia una delle poche città in Europa e probabilmente nel mondo che ti permette di andare dalla strada al mare nel giro di 2 minuti tagliando attraverso la città. È una delle poche città con un centro storico, con dei vicoli antichissimi, meravigliosi, in cui è facile ed è bello perdersi alla ricerca di soggetti interessanti. Thank you.